ich habe das Gefühl, dass ich diesem Kind, diesem kindischen jungen Ding, böse sein muss oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt Ja gesagt habe. Ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptquartier geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier zu groß. Und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Die Damen sind hier. Mein Geist hat bestätigt. Können passieren! Bitte, meine Damen, nehmen Sie doch Platz. Ich muss Sie noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Und mal sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heil, mein Führer. Und wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heil, mein Führer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heil, mein Führer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski. Ich bin geborene Berlinerin. Um genau zu sein, original aus Pankow. Hedwig Brandt aus Crailsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudl Humms, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Humms, da wollen wir mal. Meine Blondie tut Ihnen nichts, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann
und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert. Sollen die mit Artillerie schießen? Frau Junge, Sie haben recht. Das sind keine Fliegerbomben, das ist Artillerie. Das sind die Russen. Das ist ja ein sauberes Geburtstagsgeschenk. Bogdan, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Meine Herren, der Führer!